Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer. Ey, ach Gott, ich dachte, Amy macht gerade was anderes mit ihren Willkommen zu einer neuen Pen Folge and Pen and Paper. Und jetzt alle im Chor wieder, ich will's hören. Lands of Oh, diese Honor. Motivation, das war so Ja, schön. Im, Let im letzten Mal war es besser. Okay. Ich hab grad eine gute Stimmung. Willkommen zu Lands of Honor. Ja, Mit der genau. Gruppendynamik will ich auf ein Konzert. Ach, schade. Gut, weiter. Gut, dabei sind Sascha, Malex, Amy, Aesthetic, Riku und Storm. Wir starten Hi. dieses Mal, da wir letztes Mal bei Riku aufgehört haben, starten wir dieses Mal bei Sascha und Co. Und ihr seid ja jetzt alle, also der gute Aesthetic darf als erstes agieren, weil er unbedingt wollte. Storm sitzt inzwischen schon auf, also Ludwig sitzt inzwischen schon so halb auf dem Karren, weil ihm der gute Franz hat ihm da hochgeholfen. Und Ludwig, was, Quatsch, Ludwig. Blum, was willst du noch machen? Ja, ich wurde ja anscheinend überholt auf dem Weg zum Ende des Karrens, weil ich eigentlich auch meiner Meinung nach als Erster da hätte sein müssen. Ja, Aber aber die du anderen sind schon humpelst, du vor. bist schwer verletzt. Ja, und der wurde auch getragen. Und in der Zeit ist Sascha einmal rumgelaufen, hat das Rad dran gebaut und so, während ich versucht habe, nach hinten zu kommen. Aber okay, gut. Ich möchte Echt, hast du einfach das schon nur. so früh Nein, ich wollte versucht? eigentlich nur auf die. Kann die Aktion kann ich jetzt eh vergessen, die ich vorhatte. Ich möchte jetzt nur noch auf den Wagen klettern, muss ich hinten rechts hinsetzen. Fensterplatz natürlich. Okay. Will sterben. Aber ich möchte einen Arm Du weißt, du so sitzt über überlegen. dem neuen Rad. Nein, das ist hinten links gewesen. Ich möchte vorne rechts Hinten sitzen. rechts. Hinten Hinten rechts. links. Hinten Hinten rechts war das rechts. neue Rad. Ach ja, dann sitze ich halt hinten, vorne rechts, ist doch egal. Dann falle ich halt als Erster raus und mit Tod. Oh, ach Okay. du alle, ihr Voll. Gut. Könnt mich Dann auch noch würde ich ganz mich vorne gerne setzen. Ist nur mit. vorne links hinsetzen. Gegenüber von Loom, okay. Loom, es Ja. tut mir leid, wenn ich deine Aktion verpeilt habe. Ist nicht schlimm. Gibt's noch vorne so einen Sitz, wo der Typ sitzt, der das Pferd normalerweise lenkt? Gibt's das auch noch? Ja, das gibt's noch, klar. Okay, ne, möchte ich aber nicht sitzen, aber ich wollte es nur wissen. Ich Okay. möchte ja irgendwer die beiden Pferde vorne dirigieren. Ja, Also. der gute Franz, der geht natürlich Oh, nach ich möchte vorne. Nee, der vorne gute Franz geht natürlich nach vorne, setzt sich hin hin. und dreht sich aber so um, so guckt so ganz cool nach hinten. So zum, ich mach's gerade auch so, aber das Hey, sieht yo, genauso Bros. so wie der Ästhetik gerade und sagt so: So, lieber Loom, Ludwig, mein alter Freund, jetzt geht's los, seid ihr bereit? Und Klatsch. er Ja, sagt halt abklatsch. zu Rainer und zu Helena so: Rainer, Helena, macht euch bereit, wir reiten los gen Süden, los geht's. Ich weiß nicht, Der warum macht so eine Süden ist. Geste. Ja, Ey, nee, macht er nicht. Ich war noch auf dem Weg nach Norden. er ist doch aber mehr Ja, oder minder Mann. durchsichtig, ne? Ist ja ein Auf Irrweg. nach Norden ist doch scheißegal. Zum Gasthof, los Eigentlich wollte ich jetzt! sagen, sattelt die Hühner, wir reiten nach Oslo, aber ich denke nicht, dass er den Spruch kennt. Ja. Bereit, Ja. Helena? Ja, immer doch, Voll Rainer. motiviert. Na dann mal los. Halt. Und. Also, ihr packt Jo. die zwei Seile an, die Restseile und zieht da dran, oder? Ja. Wir haben ja nichts Bestimmt. Ich anderes. hätte ja den Haken noch fast abgemacht. Hört mir Ja. gerade auf. Das Du wäre hast super ihn noch geil fester gewesen. Aber da gezogen. wäre ein Seil dran Gut, gewesen. dass du dir deine Finger gebrochen hast. Ja gut, also dann fangt ihr erstmal an zu ziehen. Und es ist schon ein bisschen anstrengend. Ich würde mich Aber. gerne so nach vorne umdrehen, also so in so Fahrtrichtung und Helen angucken. Ich möchte ein Nickerchen machen. Natürlich, auf meinen Arsch dann, wie so ein Ja, alter Knacker natürlich. einfach. Ja, Ich da, weiß, ich es war bin halt arschstrengend, deine aber. 48 Jahre alt. Gucken, wenn wir länger als eine halbe Stunde fahren, kriege ich ja wohl HP regeneriert. Wenn ich schlafe in der Zeit. Ja, wenn du schläfst, dann schon. Ja. Gut, das heißt also, es ist inzwischen dunkel also geworden und ihr fahrt einfach mal. Wir werden jetzt hier ein Stückchen weit überspringen, weil jetzt Yes! ja ein kleines Stückchen zu fahren ist. Und irgendwann mal HP. so nach, keine Ahnung, ich glaube so knapp einer halben Stunde könnte man wirklich sagen, wo ihr zwar den Karren gezogen habt. Baku, weiß ich nicht, was der gemacht hat, wahrscheinlich hinterhergelaufen, würde ich mal Jo. schätzen. Und ja, der gute Aesthetic, der Loom, ist halt auf dem, hat sich halt hingelegt, hat ein kleines Nickerchen gemacht wahrscheinlich, oder ist im Sitzen Nickerchen, ich weiß nicht, kannst du im Sitzen schlafen? Ja, Okay. ansonsten habe ich das Heu da genommen, ist auch egal. Ja, richtig. Und währenddessen hat halt der Franz sich ein bisschen mit dem Ludwig hier über die alten Kriegszeiten unterhalten, von wegen hier so: Oh, du, erinnerst du dich noch an den großen Elfenkrieg und an die Hunde und die kleinen Looms und alles? Da war schon ein bisschen Action drin, ne? Und die Löffelmenschen, ne, die Tellermenschen, die waren auch schon ganz schön krass, hey. Ja, ich erinnere mich dort, die haben was lululululu Und dann noch gemacht. Das ist ja der Menschen. deine Hochzeit, Red doch weißt nicht du mit das den anderen noch? darüber! Psst, das darf doch keiner wissen, meine Hochzeit, hallo! Das ist doch streng geheim gewesen! Muss doch Ja. keiner wissen. Und voll ekelhaft.
Und auf jeden Fall kommt ihr am Ei. Ihr seht ein Haus in der Ferne, in dem ein bisschen Licht brennt. Und ihr kommt halt immer näher und näher. Und da, ihr seht halt langsam die Umrisse von einem Haus und mit einem Gastwirtschild dran. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Schild da so spezifisch? So ein Aushangsschild halt, wo halt. Du hast mal gesagt, wie das heißt, aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, wie das Gasthaus heißt, aber so ein Schild. Ich weiß nicht, wie so. Die Art von Schild heißt. Auf jeden Fall, da steht halt, ihr könnt es halt noch lesen, weil da so eine kleine Fackel drunter hängt. Da steht halt drauf, Gasthaus zum grauen Hahn. Oder Gasthof. Zieh ich den Wagen schneller, weil es dunkel ist und da vorne Licht ist? Wir haben ja gut gewechselt, ne? Ja, ich war auch. Warum gut gewechselt? Du hast gerade gesagt, wechseln. Auf halber Strecke wird gewechselt. Franz wollte nach der Hälfte wechseln. Er hat ja nicht gesagt, die Hälfte wohin. Das kann okay, ja auch sein zur Hälfte Stadt. Zur Stadt. Vielleicht wollte er auch einfach gar nicht ziehen. Ja, das ist mir klar. So. Wer sollte auch sonst ziehen, sind wir mal ehrlich. Auf jeden Fall hat er. Wir gehen jetzt hier zum natürlich wieder zu den Charakteren. Und der Franz sagt so: Oh, guck mal da vorne. Da ist der coole Gasthof zum grauen Hahn. Da wollen wir jetzt hin und machen erstmal ein Nickerchen und morgen gehen wir dann weiter. Alkohol! Und dann ziehen wir weiter. Stimmt's, Stormplane? Ja! Mein alter Kriegskamerad. Ah, wer nicht wieder ich erinnere mich doch an damals. Tja, es war schöne Zeiten. Ja, es gab so viel Alkohol. Frauen sind uns überall hinterhergeflogen. Aber überall und immer. Egal welche Rasse. Okay, Ästhetik, dadurch, dass du geschlafen hast, kriegst du von mir ein HP regeneriert. Hey, du hast eine halbe Stunde gepennt oder das so. Ist gut. Ich werde die ganze Nacht durchschlafen, ihr blöden Witz. Oh, warte mal, ich habe die gerade jetzt auf ein HP gemacht. Ah, das ist auch okay, da kann ich mitnehmen. Ja, ich hab fast das Gleiche. So. Im Endeffekt schon. Okay, ja. Ihr kommt also an, gerade am Gasthaus, und plötzlich hört ihr, wie etwas schreit, ein Fenster zerspringt, etwas aufklatscht und dann hört ihr halt laute Schreie von einem Wesen, das dann flieht. Und ihr seht einfach, wie etwas hinter dem Gasthaus weghuscht. Oh, besoffener! Alles klar. Okay. Interessiert mich nicht, ich will jetzt da rein. Lass uns Party machen gehen! Ich weiß gar nicht, wie spät es ist, ob es überhaupt noch Ausschank gibt. Ich höre einfach auf den Herrn Ludwig. Tut es aber schon ein bisschen ja, komisch aus. Du kannst aus nicht tun. Einfach den Sklaven spielen von dem. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Mein Charakter nicht ist halt nicht den Sklaven spielen so. Ja. Oh, wenn der schon da ist, kann ich mich vergewaltigen lassen. Oh, wenn der schon da ist, kann ich... Ey, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gemacht. Das hat Rico gesagt. Ich habe ja jetzt das wieder... Das war Rico. Ich bin jetzt wieder auf stolze 9 HP. Und kann ich mich ja wohl jetzt halbwegs vernünftig bewegen. Ja, bei mir bist du bei 8 HP. Ja, bei mir bin ich bei 9. Du bist bei auf 8. Wissen, du machst oft Fehler. Wir du machst auf 8 deine HP wieder. Ich das schon mal. Und belogen, die Leute bei mir wissen nicht. 9er P richtig ist. Aber okay. Aber da möchte ich mich trotzdem vernünftig bewegen können. Als okay. Ausgleich. Ja, so, du kannst dich ein bisschen bewegen. Okay, dann möchte ich bitte reingehen. Ach, warte mal, tatsächlich, du hast 9 HP. Ach, du bist doch ein... Ich hab mir vorhin auch geheilt. Ja, stimmt, ja. Storm hatte ich ja auch geheilt, stimmt und ja. Wieder ändern, da freut sich der die Nachbearbeitung, wenn ihr 17 Mal alles hin und her springt. Den HP. Du musst ja bei der Nachbearbeitung, kannst du ja gleich schreiben, ich wusste es. Wartet, gebt mir 5 Sekunden. So. So. Also. Okay, ich möchte rein. Ihr wollt also rein. Also Leute, wir lassen uns jetzt davon mal nicht abhalten. Tier, der Ausschank hier ist, der ist ganz nächtlich. Und wir gucken einfach mal, ob da vielleicht der gute Gordon unterwegs ist hier. Das ist mein guter Barfreund, mit dem ich hier war. Der schenkt hier aus, der macht nachts immer den Dienst. Ist ein etwas geselliger Typ, ein bisschen dickerer. Ist aber ein lieber Mann. Kommt mit, liebe Freunde. Deine Freunde sind meine Freunde. Hey, cool. Yay. Und wer auf dem Weg rein, möchte ich meinen Wasserschlauch leer trinken. Okay, dann trinkst du deinen Wasserschlauch leer. Gut. Was hab ich eigentlich in meinem Schlauch drin? Wenn ich fragen kann. Ach hier, nee, alles klar, nee, ich hab's hier stehen. Ja, ich hab's. Das steht doch dort. Warum hab ich den nie benutzt? Das ist voll lächerlich, dass du mich dazu nie gezwungen hast. Aber okay. Ja, tja. Ja, und ich gehe auch mit rein. Ja, aber du kriegst jetzt erstmal von mir, weil du Wasser getrunken hast, darfst du jetzt erstmal würfeln, Prost, was du denn kriegst. Mit welchem Würfel? 1W6. Würfel ist. Lol, du kannst 6 Mana. Oh, 5 Mana. Ja, du kriegst 5 Mana. Kannst mich ja eigentlich wieder heilen. Ist okay für mich. Richtig. So. Ihr betretet also den Gasthof. Es ist immer noch ein bisschen was los. Da sind noch ein paar Leute da. Aber inzwischen das Feuer ist ein bisschen runtergebrannt schon. Es ist trotzdem noch relativ voll. Es sind überall Fackeln aufgehängt. Es ist relativ hell. Es ist laut. Es ist Musik. Es ist Trara. Und ja.
Ihr seht, wie der Gastwirt gerade runterläuft, hinter die Bar geht, sich ein Glas hinstellt, das auch voll macht mit einem Zeug, das für euch aussieht wie, keine Ahnung, Absinth. Und halt so ein 250 Milliliter Glas macht er damit voll und stürzt sich das Ding hinter die Kippe. Ich geh ins dann die Bar. So einen will ich auch haben. Voll machen. Wie stark ist meine Alkoholsucht? Sehr stark. Nee, ich glaub, okay, während du halt an die Bar gehst, lieber Storm, und das sagst, kommt halt der Franz mit und sagt halt, du Corin, hör mal zu hier, schön, dass du da bist, mein Freund. Und du hörst halt einfach nur hinten der Barkeeper halt, der hat ja gerade den Absinth getrunken und kotzt gerade fast davon. Ah, du Franz, schön, dass du da bist, mein Freund. Wie geht's dir denn so? Du, mir geht es super gut und guck mal, wen ich hier mitgebracht hast. Ich weiß, du kennst ihn aber nicht, aber das ist der Typ, von dem ich immer so viel erzähle. Der gute Ludwig von und zu Stormblade. Und in dem Moment dreht sich die komplette Taverne um und guckt dich an. Die weibliche Seite aber nur. Nee, alle. Ola. Hallo! Super Reaktion. Der Barkeeper so. Ja, Herr Stormblade, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen, mein Freund. Wie geht's? Dankeschön. Hier ein Trick aufs Haus und knallt dir halt so ein Glas hin und macht es voll halt mit dem Absinth, weil du das ja gesagt hast, und stell es dir hin. Ja, Dankeschön. Mir geht's gut und jetzt mit dem Glas noch viel besser. Und ich trinke einen Schluck. Du bist tot. Ich bin elf. Instant tot. Ich bin elf, ja. Was wollt ihr anders, die anderen denn machen? Ihr steht immer noch in der Tür drin. Freien Platz suchen. Sind jetzt alle impressed davon. Kann ich erkennen, was das ist? Du erkennst, dass es Absinth ist. Okay, ich will das haben. Alle Alkoholiker? Willst du das anzünden oder willst du es nur trinken? Nein, ich will damit meinen Schlauch abfüllen. Achso. Abfüllen willst du ihn damit? Nein, meinen Schlauch will ich abfüllen, richtig? Trink! Schluck! Wenn sich alle plötzlich Alkohol holen, hole ich mir halt so ein kräftiges Bier. Du holst dir gar nichts, wir setzen uns hin, die kommen uns bedienen. Okay. Aber die sind auch sich gerade was holen gegangen. Ja, und die Berühmtheit hier. Okay. Ja, meine Fresse, dann setze ich mich halt hin. Ist okay, Loom. Ist okay. Ja, gut, hör doch einfach direkt auf mich. Wo er recht hat. Aber ja. Ich muss leider widersprechen. Also ihr könnt euch gerne hinsetzen, Rainer und Loom. Aber Helena, dadurch, dass Ludwigs Name gefallen ist, musst du natürlich zu ihm hinlaufen. Kommen auch alle anderen Frauen zu mir gelaufen. Oh mein Gott. Ja, zumindest die da sind. Also eine kleine Zwergin mit langem Bart kommt zu dir hingelaufen. Boah, Helena wird direkt eifersüchtig. Ich gebe dir Schlammkettchen. und noch. Jetzt spielt mein Haar. Noch zwei andere Frauen, die eine ist so ein bisschen non-ähnlich gekleidet. Du erkennst aber, dass sie das Siegel der Magiergilde auf der Brust hat. Und oh, die hole ich mir. Die kann wichtig sein. Und die andere, die ist halt so richtig aufgeputscht hier mit Push-Up und alles mögliche. Oh, so die hole ich mir auch. Und Amira kommt von oben runtergeschwommen. So einen Leber. So ein. Bitte? Bitchfight. Ja, was ist, Rico? Nee, ihr wollt eigentlich gerade die ganze Zeit, dass ihr mit eurer Runde fertig seid. Achso. Okay. Du hast so ein. So, sie hat so einen Leberfleck halt hier, so einen Schönheitsfleck. Und halt wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, wenn ihr euch das jetzt vorstellt, wenn die Oberweite ist halt ziemlich groß. Ist sie hot? Sie ist schon hot, aber alles sie ist halt klar, eine Dirne. Das wollen wir doch gar nicht wissen. Sie ist hot und sie ist eine Dirne und aber sie trägt Spitzenkleidung. Also so sie ist mit eine Spitze. Dirne, aber eine Edeldirne. Nee, sie ist eine Dirne. Ja, nee, sie ist keine Edeldirne, sie ist eine Dirne. Ist Dirne jetzt in deinem Jargon eine, die da ausschenkt oder eine, die ich bezahlen kann? Eine Dirne ist eine Hure. Alles klar. Gut, dass wir das geklärt haben. Keine Schandmaid also. Nein, sie ist eine Hure. Okay, aber ich wollte das jetzt halt schön ausdrücken. Den Schnackschnuck. Spaß. Rainer, du musst drauf antworten. Kein Interesse. Und will. Sitzen wir mittlerweile schon an irgendeinem Tisch? Nee, er steht immer noch im Raum. Ich hab doch gesagt, ich geh mich hinsetzen. Ja, okay, dann bist du jetzt hingegangen, hast gesagt, du willst dich hinsetzen. Ja, ich hab am Fenster bitte. Gesagt, dass ich mir es Tisch gibt suche. Keinen Fensterplatz mehr. Was? Da gibt's keine Fenster? Nee. Und dann in der Nähe des Kamins, bitte. Okay.
Ihr setzt euch an den Tisch in der Nähe des Kamins. Schön warm. Ja. Außerdem kann so Amira nicht zu uns. Wow. Ja, aber ich stehe an der Bar mit meinem Harem des Todes. Ja, einem Zwerg, einer Nutte, und einer Magierin. Ein bisschen und billiger Helena. Vielleicht. Und natürlich Hallo? Franz. Und Helena. Ja. Ich hab dich nicht vergessen. Ich vergesse nämlich keinen. Die Alte. Ich vergesse niemanden. Und ja, wir springen jetzt hoch alte Flamme, zu Amira erstmal. Aber ich was wolltest du noch machen? Bier. Ja, ich wollte mal Du wartest auf dein Bier. Wir haben auch noch kein Bier. So, ich warte noch, hab ich schon bestellt? Nein, wir springen hoch zu Amira. Amira. Ich muss kurz zu dem Tisch da hinten, sag mir gleich. Ja, gut. So. Okay. Gut, wie können wir irgendwie die Decke noch rum und dann taste mir so vorsichtig Richtung Ausgang? Schaffen wir das? Ja, das schaffst du. Das sollte ist der Barkeeper sein. Nicht aber bei ihr? Aber da, nee, der ist aber dadurch, was mir jetzt gerade noch einfällt, dadurch, dass du halt geschlafen hast, wirst du auch noch geheilt. Und zwar hast du zwar nicht so lange geschlafen, aber du heilst dich auf jeden Fall um 2 erstmal. Oh. Gott, ich werde ja ewig brauchen, bis ich wieder voll bin. Ja, aber so ist es halt mit der Heilung. Ihr könnt schon froh sein, dass ich Storm so viel Mana gewährt habe. Echt? Ludwig muss mich nochmal heilen. Ich mach nichts anderes. Ja, du machst halt, die Tür auf, das sollte kein Problem sein. Und ja, und ich hab halt nur so das Tuch, also die dünne Decke so. Also, ob ihr es kennt, wenn man so das Handtuch so rumwickelt halt. So. Ja, ist okay. Ja. Und tast mir da halt so vorsichtig Richtung Lärm nach unten. Weil ich muss irgendwie. Du tastest dich erstmal zum Geländer. Das ist erstmal wichtiger. Okay. Findet ihr das Geländer? Du findest das Geländer. Und sobald du das Geländer. Okay. Erwischt hast, mehr oder weniger mit der Hand, hörst du irgendwie von unten einen Betrunkenen, der hochschreit, hey, guck mal da oben, Striptease, Mein Blick wendet sich instant nach oben. Logischerweise, mit einem Glas im Abzug. Ihr guckt halt, also zumindest die Leute, die alle in der Bar sind, haben das mitgekriegt, im Gasthof sind, die haben das Ich guck da nicht hin. Ach so, ja, die gehört mir und die nehme ich auch. Swipty. Hey, ich muss sagen, zur Abwechslung hat mein Charakter mal nicht den Nachteil Lustmolch. Ja? Also ich gucke da nicht nur, hin. Das ist nur sein Real-Life-Charakter, der das hat. Exakt. Dann sage ich es halt einfach so, ihr guckt alle hoch. Toll, okay. Na gut, bin ich froh, dass ihr das jetzt seht. Nee, du siehst es nicht, aber die anderen erkennen dich auf jeden Fall. Naja, ich kenne sie ja nicht so wirklich. Ich könnte mich zum Missverständnis führen, so nur mit dem Tuch drumherum. Du hörst halt, wie unten anfangen die Leute zu jubeln, ein bisschen. Hast du mal eine gute Nacht heute? Kurze Zwischenfrage, tatsächlich, ich kenne die doch überhaupt nicht. Nee, du kennst sie nicht. Weil ich war nie in der Höhle und draußen durfte ich ja nicht gucken, als sie an mir vorbeigerannt ist. Nee, du kennst sie nicht. Richtig. Oh, cool. Sieht man die Verbrennungen? Sieht die gut aus? Ja, man sieht halt schon, dass sie ein bisschen Verbrennung im Gesicht hat und so. Aber das sie ist nicht... heiß. Sie... oh ja. Aber wow. Ich muss sagen, wow. Baku. Deswegen muss sie ja nicht zwanghaft hässlich sein. Baku, du findest die Verbrennungen schon anziehend, muss ich sagen. Ja, das sind sie halt auch. Verbrennungen. Dritten oder vierten Grades. Das ist jetzt irrelevant, aber sie ist halt nur leicht verbrannt. Sie ist trotzdem noch eine schöne Frau. Ist sie das wirklich? Ja. Ja, das ist dann ideal das Jubel nicht her, ja. Und das war halt Jubel. Irgendwie das jetzt noch unangenehmer, obwohl ihr eigentlich Hilfe holen wollt, weil sich gerade ein Typ aus dem Fenster geschmissen hat. Ja, das ist jetzt zweitrangig. Und, ich stehe halt ein bisschen oben und gehe jetzt wieder ein bisschen vom Geländer zurück, weil ja die ganzen Rufe von unten. Ja. Okay, dann gucken wir mal, was die anderen hier unten machen. Also ihr habt euch jetzt an den Tisch gesetzt. Helena, dich hat das jetzt nicht interessiert. Du könntest jetzt agieren. Ja, ich will mit dem Barkeeper reden, so, jo, ich hätte gerne ein großes Bier. Sei ruhig, da oben sind Striptease. Dann Barkeeper! Gib dem Mädel ein Bier! Alles klar, Herr so Stormblade hier und er fängt halt an zu zapfen und guckt halt so noch, schiebt noch so ein bisschen auf halbem Auge hoch. Gucken ist immer gut. Danke. Und gucken auch noch weiter. Dankeschön, Herr von und zu Stormblade. Ja, ich bin impressed, dankeschön, ich weiß es. Dauer impressed. Deswegen müssen wir Dauer Storm, heiß, nicht weil Sommer dadurch, ist. dass so viele Frauen um dich rumstehen, möchte ich auf deinen Nachteil verweisen. Weiß, echt hart, ja. Nicht hart zu werden. Weißt du, das sind 5 Frauen um mich rum, oben Striptease. Also das ist echt krass. Mir geht gerade echt eine ab, ey.
Ich fühle mich jetzt echt im Himmel. Als wäre ich nur 850 Jahre. Ich fühle mich gut. Ich trinke noch einen Schluck. Und die Dirne nähert sich an dich an und fängt an, dich zu kuscheln hier so. Sie schmiegt dich an deinen Bart. Pass auf mit dem Bart. Da ist lange Arbeit drin. 948 Jahre lange Arbeit in diesem tollen Bart. Okay. Sie antwortet dir mit einer sehr, sehr rauchigen und dennoch erotischen Stimme. Oh, Herr Stormblade. Ich wende mich zum Zwerg. Ey Leute, das könnt ihr doch nicht machen, ich streng mich hier an. Ja, das ist das Problem. Zucker. Oh nein, nein. Stormblade. Schokolade mit Soße. Schokolade mit Soße, okay. Clips, das war erotischer wie das, was Squall gerade gesagt hat. Hey. Oh, Sie haben aber einen wirklich tollen Bart, Herr Stormblade. Ja, ich weiß. Dankeschön. Du musst dir das natürlich weiblicher und erotischer. Ich kann es halt nicht sprechen, ich bin keine fucking Frau. Ist doch gut. Ist ja auch in Ordnung. Warum eigentlich nicht? Vielleicht hat sie auch einen Penis, du weißt es nicht. So. Ja, sie hat mich nicht geklungen. Jo, Amy. Was hast du gesagt, was Amy? So Asiat. Ach so. Boah, na, oh. Warum reden sie aus Asiat? Ich will mich mal zum Barkeeper rüber. In Thailand. Gibt's das? Ja, Thailand. Ja, brauchen wir jetzt aber nicht drüber diskutieren. Ich würde mich gerne zum Barkeeper rüberlehnen. Ja. Und sagen... Gib dem Mädels mal einen Drink aus. Aber natürlich auf deren Rechnung. Das ist echt ein Monko, weißt du das? Ja, mein Freund, natürlich. Ja. Und er holt halt 3 kleine Gläschen raus. Ne, warte, wie viele waren? 5 kleine Gläschen? 5 Helena, 5? Der Zwerg. Die Zwergin. Ich hab mein Bier schon. Ich hab aber gesagt allen. Okay, also Helena, der Zwerg, die Nutte und hier die Magierin. Komm in deine Bar. Da war eine Magierin. Er holt halt sein Fläschchen auf, macht den Korken raus und schwenkt halt einmal so drüber und die Gläser sind voll und er schiebt so zu dir hin, dass du es ihnen überreichen kannst. Ja, hier für sie, sie können sich hier gerne bedienen und das an die Frauen weiterreichen. Oh, no. Mädels, schnappt euch ein Glas. Wäre ich mal mit an die Bar gegangen. Wir haben heute eine tolle Nacht. Ich muss jetzt mal schnell hier zu dem Tisch die Leute dort hinten bedienen und vielleicht noch einen Blick auf die da oben. Weil hier, ja, bessere Sicht. Wenn sie ihren Blick nicht ab... Er läuft mit dem Blick starr nach oben, läuft es so raus. Genau so. Auf der Bar über den Haufen laufen. Und kommt er dann beim Tisch an, guckt halt immer noch so hoch und ihr seht halt, wie er da hochguckt und ja, guckt halt jetzt zu euch runter kurz, zieht einen kleinen... So einen kleinen Kohlestift hier raus aus seiner Tasche und sagt: So, was möchten Sie denn Abend, die Herren? Bier für mich. Was gibt's zu essen? Boah, ich hab das beste Gulasch auf der Welt, mein Freund. Ich schwör's dir, das ist super gut. Ich kann dir nur sagen: Hey, frisches Schwein. Frisches Rind. Frisches Schwein. Ein guter Wein. Ein super Jahrgang, mein Freund. Und dazu noch meine Spezialsoße. Spezialsoße. Haben Sie noch was anderes zu essen? Ich könnte dir noch Gulasch anbieten. Nein, das hört sich super. Okay. Gulasch und ordentlichen Humpen Bier. Alles klar, 2 Bier, Gulasch. Er steckt den Stift einfach wieder weg, hat nichts aufgeschrieben, sondern läuft einfach weg. Der Rest kriegt nichts. Baku ist nicht mehr auf der Karte. Baku ist noch nicht da. Natürlich bin ich da. Baku ist da, Franz ist da, Rainer hat noch kein Essen bestellt. Nee, Franz steht vorne an der Bar. Ja, ist schon gut. Dann ist es egal, ich hab kein Zeug. Okay, dann Baku, was willst du denn? Baku, was willst du denn noch, Freund? Der ist schon weg. Achso, er weiß, dass er Baku heißt. Stammgast. Bärtiger Freund. Hast du einen Bart eigentlich? Du hattest einen Bart, gell? Ich hab keinen Bart. Du hattest keinen Bart? Ich hab mir nicht immer mit Bart vorgestellt. Ja, das ist aber falsch. Wertiger Freund. Was wollen Sie denn noch? Entschuldigung, dass ich Sie übersehen habe, natürlich. Das hochprozentigste, was ihr habt. Ja, da habe ich was selbst gebraut, deshalb bringe ich Ihnen was Feines mit. Und jetzt dackelt er halt weg. Danke. Gut. Okay, Amira.
Du hast halt von denen leider nichts gehört, was da unten war. Du stehst jetzt oben, bist ein bisschen weggegangen vom Geländer, aber du weißt ja noch theoretisch, wo der Weg hochging. Das heißt, du könntest theoretisch runtergehen, wenn du das wolltest. Aber ich glaube, dann muss sie auf Massengangbang da irgendwie viel fürchten, oder? Ach so, aber die Vergewaltigung war okay. Aber Gangbang? Ja, naja. Was zur Hölle einfach. Habe ich mitgekriegt, dass da irgendwie die Leute von vorhin unten sind, die... Nee, das hast du nicht. Die kannst du nicht hören. Das so. Keiner hat reagiert auf sie von uns. Ach so, warte mal, hat sich Ludwig eigentlich vorgestellt bei ihr? Ja, oder? Ich glaube. Ja, du hast auf jeden Fall gehört, dass ihr der Name gefallen ist, aber... Du erinnerst dich nicht so ganz dran wegen deiner Panikattacke. Okay. Nochmal gut, du hast geredet. Na gut, ich gehe zögerlich nach unten. Na gut, anziehen wird überbewertet. Okay. Du gehst halt so runter und du kommst halt. Ja, was soll ich denn mit du kommst halt auf der Seite. Ich hab keine Ahnung, wo er die Jacke hinkenkt hat. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich hab die Jacke mitgenommen. Mantel tipptopp. Du kommst halt auf der Seite runter, ich habe ja gesagt, auf der Längsseite kommst du halt runter. Und dort ist halt, direkt daneben ist halt die Bar. Das heißt also, Stormblade und Franz und wer steht noch da? Helena. Stehen halt dort und Franz sagt dann plötzlich, hey, Dudes, warte mal, boah. Mein Freund, guck mal da hinten, da steht doch die eine, die an uns vorbeigerannt ist, oder? Oh. Abi, kennst du den Namen? Ich glaube, ich habe nach dem Namen gefragt, glaube ich. Nein, ich glaube, keiner hat nach dem Namen gefragt. Oh, in der Höhle habe ich nach dem Namen gefragt. Doch, ich glaube schon. Storm war der Einzige, der nach dem Namen gefragt hat. Genau. Ich glaube gar nicht. Nein, ich hatte danach gefragt, mich hat sie aber erschrocken ignoriert. Aber ich hatte danach gefragt, in der Höhle. Nee, ich habe den Namen gesagt. Einer von euch hat gefragt und ich habe gesagt. Ja, und ich war ja eh mit der Höhle dabei unten. Egal. Ja. Ah, Amira! Da bist du ja wieder! Schön, dich zu sehen! Das hörst du natürlich. Sehen. Ja, okay, ich zuck halt ein bisschen trocken zusammen und guck, also wende das Gesicht in die Richtung. Ja, ich weiß halt nicht so recht, was ich sagen soll, jetzt bin ich jetzt recht überfordert. Ja, Mensch. Ja, dann springen wir ganz kurz zum guten Rainer und Ding. Ihr seht, dass Amira runtergekommen ist und ihr erkennt sie natürlich auch. Also alle außer Loom natürlich. Mir ist sie ja egal, ich kenne sie ja. Ja, richtig. Kennst du die nicht nur als diejenige, die einfach an dir vorbeigehechtet ist? Nee, ich hab sie ja nicht gesehen. Gucken. Er hatte doch sein Gesicht am richtigen Karren. Ja. Ja. Hat zwar was gehört, aber. Ja. Ich denke nicht, dass ich sie am Gehör habe. Nur eine Reaktion darauf, dass ich nur das Schlaftuch so rum hab. Ja, du guckst, weil ich hab noch nie nackte Frauen Richtung gesehen, oder was? Ja. Jetzt nicht so notgeiler, also dennoch zumindest. Ja, wollt ihr irgendwas machen oder wollt ihr nichts machen? Nö, ich nicht. Ich warte auf meine Getränke und schnack ein bisschen mit dem Rainer und sag so, yo, erzähl mal ein paar Kriegsgeschichten. Krasser Typ. Der war nie 24. Ja, kann man doch nicht irgendwie was erlebt haben im Leben, oder was? Ja, komm, jetzt hau raus. Ja, ich überlege gerade, was ich mache. Alex, du hast Vortritt. Ach so, danke schön. Ja, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Sitzt der bei uns, Baku? Ja. Ja, ich will sie, also die mit Verbrennungen kommt jetzt, wo ist die jetzt? Die steht jetzt an der Bar, also in der Nähe von der Bar. Die ist halt gerade die Treppe runter. Ich bewege mich mal auf die zu, weil ich kenne die ja und die brennt, hat halt immer noch die Verbrennungen. Ja. Leck die ab. Fuck! Schön an den Wunden. Da. Ich sag so, hi. Okay, und ich guck ich guck Baku hinterher. Oh, nett von ihm. Geht einfach. Und guck wieder Rainer an. Ja, ich guck eigentlich dauernd Rainer an. Ich bin ja ein geselliger Typ. Ja. Rainer ist voll gesellig. Habt ihr eigentlich das nicht gemerkt, wie ihr vorhin bei den Striptease nicht so wirklich reagiert hat und bei der Nutte und sonst was? Ich glaube, Rainer ist schwul, der Charakter. Jetzt habe ich langsam alles Gefühl. Wenn alle männlichen Charaktere da irgendwie schwul sind, weil keiner reagiert da irgendwie drauf. Ja, ich bin voll abgegangen. Ja, okay, der älteste Mann. Der irgendwie muss ich wieder irgendwie da erst, keine Ahnung, das Tuch verlieren oder so, ist mal keine Ahnung. Das hilft nicht bei mir. Sieht oder sowas. Ich bin eine normale, straighte Frau.
Straight? Straight. Straight. Straight out of Compton. Da kommt ans Tageslicht, da kommt ans Tageslicht. Oh nein. Also ich schließe mich auf jeden Fall Marco an, erhebe mich auch, entschuldige mich kurz bei Loom, sag, bin gleich wieder da. Ich drehe mich um und sag, ja, gut. Und dann sag ich leise, ruft euch doch alle. Und dann warte ich, bis der Barmann kommt. Ja, ihr lauft also jetzt Richtung rüber und ja, ihr seid jetzt dort angekommen. Baku, du hast ja schon Hi gesagt. Ja. Ich kann es doch gerne nochmal sagen. Ja, dann sagst du, ihr seid jetzt, also Baku ist jetzt angekommen und Rainer schreitet gerade in die Richtung. Jetzt, ihr könnt jetzt hier sprechen. Ja, Amira, also bei, wie geht's bei dir? Mir was oder passiert? Beim Tisch? Bei dir. Also, okay. Sag's nochmal. Hi, ja. Leute? Keine Ahnung. Nee, Sascha, sagst du nochmal. Ja, Amira, so. Wie geht es dir? Was passiert? Wieso bist du hier? Du erkennst die Stimme natürlich. Und warum bist du nackt? Ich wurde hierhin geführt, nachdem ich irgendwie geflüchtet bin. Meiner Panik und ich bin dann mit einem. Ich hab den Namen vergessen. Frederik. Mit einem Typen hier gelandet. Frederik. Wie hieß der nochmal? Frederik. Genau, mit Frederik hier und dann sind wir schlafen gegangen und auf einmal ein Schrei. Ich wusste nicht, dass du so eine Frau bist. Der Gag wird für Malex nie alt. Nein. Jetzt kann man offiziell anbringen. Ist richtig. Ja, du fühlst dich mit der Erklärung fortfahren. Warte mal, lass mich mal ganz kurz. Lass mich mal ganz kurz auf deinen Charakter gucken, Riku. Eingeschnappt. Nee, ich brauch mal ganz kurz hier. Schelle. Tod. Aber gerade dann auch, ja. Nee, ich denke tatsächlich, dass du das nicht auf dir sitzen lassen willst. Allein das wegen deinem Hintergrund nicht. Das, was, das Malex das jetzt gesagt hat? Was jetzt? Ja, das Malex das gesagt hat. Willst du nicht auf dir sitzen lassen? Indirekt als Hure bezeichnet. Ja, richtig. Okay, dann feuer aus und versuche mal reinzuhauen. Ich hab keine Ahnung, wo er steht, aber ich würde mal die verpasst mir doch wieder eine. Dann würfelst du für mich. Ich versuche auszuweichen. Nee, erstmal würfelst du für mich, ob sie überhaupt zuschlagen kann. Und dabei ihr Oberteil verliert. Du würfelst für mich Stärke, Geschicklichkeit, Stärke. Also Nahkampf eigentlich. Also Stärke, Geschicklichkeit, Stärke. Korrekt. Okay. Stärke ist geschafft. Oh, Sascha hält sich schon die Augen zu. Also wird es schon mal klatschen? Geschicklichkeit. 20 ist kritischer Fehlschlag. Oh, jetzt kriegt Ludwig eine ab und dann beginnt der Bitchfight. Ja, ich bin zu weit weg. Frauen. Ja, aber die beschützen mich. Also er hat einen Rainer. Klatsch, aber in deinem Gesicht, Rainer. Amira hat's immer auf meine Charaktere abgesehen. Ich will was abkriegen. Du Scheißstaub. Also, sie holt also aus, weil sie halt voll dem Baku eine wischen will. Holt halt aus, denkt sich aber... Nicht selber Schaden. Hört zu. Denkt sich aber dabei so, sie ist halt mega wütend und alles, weil... auf ihrem Background ein bisschen bezogen und holt halt aus, denkt nicht mehr dran, ihre Decke festzuhalten und klatscht, holt halt richtig aus im Kreis, aber das Problem ist, dass der gute Rainer ein bisschen weiter vorne stand als Baku. Und Rainer kriegt voll eine geklatscht. Und zwar voll, wirklich richtig ins Gesicht und Rainer, du kriegst erstmal von mir... Ja, warte mal, wie hoch ist ja, deine... Ja, ich weiß, es ist der Deck. Ey, jede ein Probe, da werde ich jetzt erstmal immer einen neben mich stellen. damit ich mich nicht selber töte. Wie hoch ist denn... Komm mal her, ich muss hier wie hoch ist denn Rikus Kraft? Also Amiras Kraft. Schon sehr hoch. Ja, okay, wir könnten schon sagen 2W6. Aber du darfst erstmal noch würfeln, ob du wirklich dodgen kannst, Rainer. Das ist eine Frau, ey. Ich rechne ja, aber sie ist ja die Kriegerin. Ja, come on, du bist trotzdem eine Frau. Sascha, ich hätte dir das nicht gegeben, wenn du nicht Amazon ein erfahrener Kämpfer wärst. Also. Ja, gut. Auf was würfel ich dann? Geschicklichkeit. Ja, du willst ja nur ausweichen. Du willst ja nur dodgen. Du brauchst ja keine Kraft dafür. Nee, nicht geschickt. Pass auf jetzt, kritischer Fehlschlag. Eine 19, das war knapp. Das war knapp, aber kein Crit. Nee. Verkackt, geschafft. Okay. Also, gut, dann kannst du schon mal 2W6 hinlegen. Obwohl, Rico, du legst dir 2W6 hin, weil du machst ja den Schaden.
Und sie holt halt voll aus und batscht dir halt richtig eine ins Gesicht. Und ich stolper dabei noch voll auf Marco. Nö, du kriegst halt einfach eine geklatscht und ich drehe es halt so. Du kennst doch das sicherlich im Film, wenn jemand so eine geklatscht hat. Und dann macht es so ein Pirouette und dreht sich halt weg und fällt halt hin. Bitte? Ich wirf jetzt auf den Schaden mit 2W6. Ja, genau. 7 Schaden. Na, das geht ja noch. Das geht ja noch, sagt er. Boah, easy. Sieben Schaden. Jetzt aber, was ich für einen Schlag drauf habe. Ja, für eine Backpfeife ist das halt echt nicht so wenig. Ja, das stimmt wohl. Ich habe mir den Finger gebrochen, um weniger Schaden bekommen. Aber die Problematik ist halt, dass du trotzdem dabei halt dein Gewand verloren hast und plötzlich fängt der ganze Gasthof an, also die Männer zumindest, und zeigen alle auf dich und. Ich fange an, langsam in die Hände. Okay, ich habe mich in dem Moment halt umgedreht und... Ja, du darfst gerne weiterklatschen, Baku. Ich bücke mich dann schnell nach unten und versuche das Deckel wieder zu greifen und wieder halt so... Kann ich die Decke wegnehmen? Hat sie gar nichts angehabt? Du kannst die Decke wegnehmen, wenn du das willst. Ja! Okay, dann mach ich das. Und da stehe ich. Dann, ich denke nicht, dass das irgendwie was würfeln braucht, deswegen, du kannst die Decke einfach wegnehmen. Du hast jetzt die Decke. Okay, dann darfst du halt auf dem Boden dann noch und versuch halt mit dem anderen Arm halt so obenrum zu verstecken. Ja. Ey, die wollte mir eine klatschen. Der blinden, nackten Frau die Decke weg. Ist die jetzt komplett nackt, oder was? Nein, ich denk so unterwäschemäßig, also so halt, naja, nee. Untere Hälfte. Weiß ich ja nicht, deswegen, nein, ich frag den Game Master, was du anhast. Okay, einfach gar nichts. Gut. Okay, dann hock ich halt so am Boden und versuch halt die Decke zu finden. Ja, du suchst halt und du findest sie nicht. Und steh wieder auf und versuche mich halt da irgendwie hinter Präse zu verstecken. Oder kann hinter ich, irgendwas, ich hab keine Ahnung. Kann ich mit meinem geschickten Blick die Körbchengröße erkennen? Halt die Fresse! Was denn? Ich bin der warum ist der Schmachten vor dir steht, ja? Ich bin kein Lustmolch. Ja, das ist ja wohl alle ein geübter Blick. Ich hab eine Bewertung einer Frau abgeben, ist ja wohl. Hat du guckst rüber und du siehst, sie sind angemessen. Angemessen. Okay. Ich habe aber eine gute Idee. Sehe ich das? Nein, war keine Sorge. Natürlich siehst du das. Das sieht jeder. Die haben geschrien und auf sie gezeigt währenddessen. Darf ich kurz was machen? Mach du zuerst. Moment, ich guck, wer zuerst machen darf. Ich oder Helena. Ich würde auch gerne was fragen und machen. Ach so, ich sehe es hier gerade. Ludwig davor, Helena auf jeden Fall. Und Rainer darf auch vor Helena. Ich würde auch wegen der Zeit aufpassen. Okay, ich versuche halt da gleichzeitig ja, so Schamesröte im Gesicht ich das so, auch noch halt da zu verstecken. Ja gut, dann darf als erstes Ludwig handeln. Alles klar. Und ich sehe das ja, ne? Und ich natürlich ist mein Blick starr da drauf. Aber ich bin ja nicht nur Lustmolch, nicht nur Alkoholiker, ich bin ja auch ein Menschenfreund. Natürlich. Ja. Ich guck mir die an, die am meisten anhat von den Weibern da. außer die Zwerge, die ist zu klein. Bleiben ja nur zwei. Und. Oh, die Magierin. Ich kann mir so richtig seine Gedanken. Du siehst, dass Helena am meisten anhat. Verdammt, das wollte ich aber nicht. Ja, Mensch. Mist. Die Aufgabe des Game Masters ist es, die Spieler in die Scheiße zu reiten. Ja. Es tut mir leid. Ist ja nicht so, als wollte ich das selber machen. Also jetzt nicht so direkt, aber. Könntest du nicht der guten Amira deine Klamotten leihen? Ich möchte dir das leider verbieten, weil es dir. Du bist Lustmolch, Alter. Ja, aber das ist gewährt mir doch nur zum Vorteil, wenn ich einer Dame helfe und einer anderen Dame zum Ausziehen helfe. Du willst sie angaffen, solange du kannst. Du tust das Ding voll überdramatisieren. Ach, jetzt weißt du, wie es so immer geht. Ach so, na, ich stehe in einer Kneipe, splitternackt ja, und alle gaffen. Und ich, genau, mein das machst du Gedankengang auch. Wäre doch, ich helfe ihr, ich werde bei ihr noch sympathischer und sehe dabei eine andere Frau nackt. Ich finde, Rainer sollte sein Oberteil ausziehen. Genau, das war die Stellfrage, die ich dir stellen wollte, Amy. Storm, jetzt muss ich bitte mal kurz an dein Gedankengut appellieren. Und zwar, wenn du jetzt wirklich ein Lustmolch wärst und vor dir eine nackte Frau steht, würdest du ihr wirklich was zum Anziehen geben, wenn du wirklich ein Lustmolch wärst? Nö. Kommt drauf an, wie hart. Du würdest weiter starren.
Er starrt einfach weiter, es hat keinen Sinn. Darf ich jetzt was machen? Ja, nee, Rainer ist danach dran. Ja, Frage, hab ich an meiner Rüstung gewandt auch du liegst so auf dem Boden. Du liegst auf dem Boden. Und du hast mein T-Shirt noch. Stimmt, weil du gerade geschlafen hast. Hast du dich langgelegt dabei? Die hat dir eine Schelle gegeben, du hast eine, so eine Drehung gemacht, du bist umgefallen, so wie im Film. Du hast 2W6 Schaden bekommen, du. Okay. Also das war so eine richtige Ultraschelle. Die das war die Ultraschelle. Die Amira, ist nicht schwach. Heißt das, das war Ultraschall? Ja. Du musst mal überlegen, Sascha, die Amira ist ein bisschen stärker als du. Mhm. Ja, gut, wurde auch so. In seiner Ehre. Da kann ich halt nichts machen. Die war fast. Ja, du kannst aufstehen, wenn du möchtest. Natürlich stehe ich dann langsam wieder auf. Und wieder hoch. Okay. Darf ich jetzt was machen? Jetzt darfst du was machen, ja. Du ziehst dich jetzt nackt aus natürlich. Und gibst dir die Kleider, so wie Storm das wollte. Nein. Ich gehe natürlich im Schnellschritt zu ihr hin, stelle mich vor sie, drehe mich um und sage, glotzt woanders hin oder ich schieb euch mein Schwert in den Arsch, euch allen, und ziehe dieses Teil von meiner Plattenrüstung aus. Aber ich habe ja noch was drunter an, oder nicht? Bist du sicher? Das darfst du, glaube ich, nicht. Doch, sicher. Ich darf das. Ich glaube, du willst unter deiner Plattenrüstung. Ich will auf meinen letzten Vorteil und ich auf Storms hinweisen. Vorteil. Scroll. Und das ist der Grund, warum ich das gerade mache. Aber warte mal, ich habe mein Veto einlegen? Moment, ich muss mir erstmal den letzten Vorteil angucken. Weil das prinzipiell... Ja, das ist okay. Ist, aber ich überlege gerade... Sie ist doch neidisch, dass Storm die ganze Zeit sie angafft. Ja, er gafft aber mich an, wenn ich dann ich nackt bin. Ich gaffe jeden an. Auf jeden Fall, es ist okay, du kannst dein Plattenrüstungsding da ausziehen und du hast auch noch so eine Art, sowas wie du jetzt trägst, nur als Ripshirt drunter. Ist okay. Mit ein paar Flecken. Also ich so gebe dir das. Zu meinen geschulten Blick, Leute. Spaß. Mein geschulter Blick. Du siehst, geschickter Blick. Du siehst zu klein. Alter. Amy, das bezieht sich auf den Charakter, den du gemalt hast. Genau. Auf den Charakter, den du... Oh. Willst du damit sagen, dass die so normal okay sind? Oh, was? Ey, jetzt sind doch können wir nicht einfach einen Cut machen für heute? Ja, ich glaube, das wäre besser. Und ich meinte das wirklich nur auf den Charakter, Amy. Ja. Gut. Jetzt macht die Scheiß voll gefährlich. Ja, gut, dann werden wir hier in der Folge einfach den Cut machen. Ich hoffe, euch hat's gefallen, auch wenn es wieder durcheinander war. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao.